И его личное отношение к летнему биатлону. Нужно это делать, летний биатлон проводить чемпионат мира, или это не надо делать? Возникнуть в зоне биатлона braucht diese Weltmeisterschaft oder nicht? Es ist im Prinzip, glaube ich, ist es wichtig, dass wir ein großes Event an einem guten Platz haben. Wie hier zum Beispiel, die Eröffnungsfeier war grandios, war sehr schön und eine gute Organisation haben. Und ob man es Weltmeisterschaft nimmt, ist die eine Sache. Aber ich denke, die EBU muss das System total reformieren. Es muss eine Veranstaltung im Sommer stattfinden, wo man die teilnehmenden Länder vom Winterweltcup verpflichten muss und wo man eine Sperre macht für nationale Meisterschaften. Und dann hat diese Veranstaltung eine große Zukunft. Ich glaube, dass man, wenn man Kleinigkeiten ändert, dann kann man da sehr gute Veranstaltungen machen. Und prinzipiell hat diese Rollerski-Weltmeisterschaft oder ein Rollerski-Weltcup oder egal wie man es nennt, im Prinzip eine große Zukunft, weil das Wetter viel besser ist für die Zuschauer. Man kann große Veranstaltungen organisieren. Wir sehen ja das in Deutschland. In Püttlingen sind 20.000 Leute. Wir haben auch in Ruppolding letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft, waren 8.000 Leute. Also man kann was machen. Natürlich das hier ist finde ich deprimierend, muss ich sagen. Und nur es liegt an der EBU, dass man ein gutes System findet, wo man alle Nationen verpflichtet, die im Winter im Weltcup starten, müssen auch eine Mannschaft im Sommer schicken. Und dann ist das kein Problem.